Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Olli. Und zwar zum Video Nummer 73. Wie immer zum Bau einer Modellbahnanlage von Anfang an und das Ganze pünktlich Freitag 18 Uhr hochgeladen. Ja, heute geht es um Signale, wie ich die komplett über diese Konrad-Unterflur-Weichenantriebe direkt ansteuere. Das heißt, wenn ich die Weiche bewege, sollen sich die Signale verstellen. Und wie ich das Ganze gemacht habe, wie ich das gelöst habe, das möchte ich natürlich in dem heutigen Video zeigen. Und ja, das Ganze ist wie immer gedacht für Einsteiger, für Modellbahnfreunde, für alle, die sich dafür interessieren. Und wir sehen sie ja hinten auch so lustig gerade und dauernd hier hin und her schalten. Das Ganze ist natürlich ein Rohbau heute. Heute wird nichts im Schönbau gemacht. Hier geht es nur um die reine Funktion. Ich erkläre, wie ich das Ganze angeschlossen habe und wie ich das Ganze geregelt habe, damit es auch funktioniert. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video und bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Doch bevor ich jetzt hier auf das eigentliche Thema heute gehe, wie ich die Signale anbaue, wie ich die Signale einrichte, wie ich sie anschließe, wie ich das Ganze irgendwo fertig mache, möchte ich euch mal zeigen, worum es mir eigentlich geht. Warum ich das Ganze mache, warum möchte ich Signale über Weichenantriebe steuern. Und zwar gehe ich dazu mal in meine App hier rein, in meine Z21 App und habe mal als Beispiel nur auf der rechten Anlagenseite mir eine Weiche rausgesucht. Das habe ich einfach gemacht, weil da nicht ganz so viel durcheinander ist, wie wir das vielleicht jetzt hier drüben haben. Hier sind wir übrigens heute am Bauen, aber das ist erstmal nebensächlich, deswegen sind hier auch noch keine Signale drin, das kommt alles noch. Und ich gehe aber mal hier rüber, weil das ist ein bisschen weniger zu gucken. Und deswegen möchte ich anhand dieser Weiche jetzt hier hinten mal sagen, worum es mir eigentlich geht. Wenn ich jetzt mit einem Zug von hier fahre, von dieser Seite, hier steht übrigens kein Signal, hier ist nicht wirklich erforderlich. Hier wäre es erforderlich, wenn die Schleife durchfahren wird, dass ich das anzeigen kann. Aber wer sich das jetzt hier mal anschaut, wie relativ klein das hier ist, kann ich im Grunde genommen nur mit einem Zug von hier kommen und auch wieder nach hier rausfahren. Deswegen brauche ich hier kein Signal. Das heißt, der Zug wird immer nur so lang fahren können, beziehungsweise so lang. Der von hier oben, der kann diesem Teil zum Beispiel gar nicht passieren. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich wollte jetzt nicht die Anlage erklären. Und zwar die Weiche. Die kann ich ja nun schalten nach rechts und nach links und praktischerweise sind dann die Signale hier und hier entsprechend geschaltet. Das passiert jetzt nicht, weil ich die Anlage nicht im Betrieb habe. Wir sehen es hier oben, ich bin nicht verbunden, ich bin also jetzt grau, also ich habe die Modellanlage gerade nicht an, aber man kann sich es bestimmt vorstellen. Als Beispiel, hier zeigt das Signal gerade grün, obwohl der Zug in die falsche Weiche reinfahren würde. Praktischerweise, wenn ich jetzt die Weiche nach rechts stelle, sollte auch dieses Signal, sollte dieses Signal auf grün und dieses auf rot stehen. Das ist eine Automatik, die kann ich machen, indem ich jetzt hier IDs vergebe, entsprechend die beiden Signale verbunden mit der Weiche. Dann würde immer, wenn ich das hier stelle, entsprechend auch die Signale sich automatisch mit verändern. So ist es jetzt eingerichtet. Wie gesagt, im Moment geht es nicht, weil ich die Anlage nicht anhabe, aber das soll ja auch gar nicht das Thema sein, sonst hätte ich es an der Anlage demonstrieren können. Aber jetzt ist es so, wenn ich mit einem Zug von hier komme und verschlafe das Ganze, das ist ein Thema, was ich auch noch beim demnächst mal ansprechen werde, dann kommt nämlich an diese Stelle, der fehlt jetzt hier, noch ein sogenannter Read-Kontakt rein. Der ist auf der Anlage übrigens schon da, der fehlt hier, sehe ich gerade. Wartet mal, wenn wir einmal dabei sind, dann können wir das gleich mal machen. Da gehen wir ins Stellwerk, dann sind wir auch an der gleichen Stelle hier gerade und ich habe das Symbol
eines Schalters gewählt, weil ich habe hier kein, ich könnte hier Universalschalter nehmen oder ich könnte den Schalter, das ist völlig egal, aber ich setze das mal hier hin. An dieser Stelle circa sitzt bei mir ein Redkontakt, so wie hier oben die beiden auch. Ich gehe mal wieder zurück, speichere das Ganze ab und jetzt haben wir das natürlich hier drüben auch mit drin. Das kann man natürlich wesentlich besser erklären dann. Hier hinten ist er jetzt. Und wenn ich jetzt mit einem Redkontakt ankomme und der fährt hier drüber, dann ist mein Ziel natürlich, dass das Signal, wenn das jetzt, in dem Fall müsste es ja rot stehen, ja, weil die Weiche ja nach dort gestellt ist, müsste sich das dann, wenn ich hier drüber fahre, automatisch diese Weiche stellen und gleichzeitig mit dieses Signal verändern und dieses Signal verändern. Wie gesagt, das kann ich über ID-Nummern hier ganz gut einstellen. Aber ich kann diesen Redkontakt, den kann ich nicht ansteuern mit der Z21. Den kann ich, das geht nicht. Ich kann leider nicht sagen, diesen Redkontakt hier, da fährt der Zug automatisch. Ich könnte zwar ihn so machen, dass der die gleiche ID kriegt wie die anderen und dann drauf tippen und alles würde sich schalten, wie so eine Art Weichenstraße. Aber es bringt mir nichts, weil der Zug soll, wenn er von hier kommt, und ich habe das verschlafen, günstigerweise könnte man sogar diesen Redkontakt hier vorne hinsetzen, dass ich sagen kann, wenn ich über ein rotes Signal drüber fahre und der wäre jetzt hier vorne, dann stellt sich automatisch das Signal und die Weiche. Und genau dafür sind die Redkontakte da. Und damit das Signal sich automatisch mit der Weiche schalten kann, arbeite ich jetzt nicht mehr über die Z21, sondern ich nutze das hier nur, damit es richtig angezeigt wird, sondern ich lasse das direkt über die Weichenantriebe schalten. Das heißt, das Signal ist direkt an den Weichenantrieb angeschlossen und das natürlich auch. Und die beiden schalten sich entsprechend der Weichenstellung, die durch den sogenannten Redkontakt, der einmal auf der Seite ist und einmal auf der Seite ist, egal von wo der Zug käme, würde dann entsprechend sich die Weiche von alleine verändern. Natürlich, wie gesagt, wäre es natürlich wäre es ja ganz doppelt gemoppelt heute hier, liebe Uli, wäre es natürlich praktischer, das habe ich natürlich, das sitzt auch hier, kann ich die natürlich jetzt mal ein bisschen verschieben hier an dem Gleisstellpult hier, ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen werde ich mich von der App auch trennen. Jetzt gehe ich mal wieder zurück auf Speichern und jetzt ist es natürlich so, ups, machen wir hier wieder ein Vollbild rein. Das heißt, trennen weiß ich noch nicht. Ich werde mit Sicherheit noch viele Sachen damit regeln. Aber da kommen wir mal in einem anderen Video nochmal zu. Und zwar sieht es jetzt so aus, wenn jetzt hier zum Beispiel, müssen wir mal so schalten, jetzt hier rot ist, der Zug kommt, ich habe ihn verschlafen, weil ich auf der anderen Seite der Anlage stehe und er fährt über das rote Signal. Dann kommt er auf den Redkontakt, der gibt ein Signal auf die Weiche. Das lässt sich alles ohne Technik, ohne App und ohne Computer regeln. Der gibt ein Signal auf die Weiche. Die Weiche schaltet sich automatisch um und die Signale verändern sich und der Zug kann rüberfahren. Und damit das funktioniert, dafür machen wir heute die Folge, wie ich die Signale natürlich auf der Ebene hier hinten anschließe, wie ich die da ranmache, dass das genauso hier funktioniert. Ihr seht, ich habe die Redkontakte hier auch überall. Die sitzen eigentlich überall bei mir auf der Anlage, sodass hier eine wunderbare, sichere Sache ist und mir die Züge vor allem nicht andauernd entgleisen, weil ich doch mal ein Signal verpasst habe. Okay, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Video. Hier sehen wir natürlich, an welcher Stelle ich da oben arbeite. Ich habe es euch eben auf der App schon gezeigt. Und natürlich mit dem Teil 1, wie immer, geht's los. Löchrig geht es los. Es müssen natürlich erstmal die Löcher gebohrt werden, um das Ganze natürlich in die Anlage zu integrieren. Ich möchte nur dazu sagen, die Plattform hier oben, die wird ja erst gebaut. Was wir heute machen, das ist ein reiner Rohaufbau. Ich werde hier natürlich nicht alles schön schon platzieren und ganz toll machen. Gerade die Zwergsignale nachher, die sind ja, wie soll ich sagen, die sind ja noch nicht bemalt, die sind ja noch im Ursprungszustand. Das sind ja kleine Signale, die ich mir gekauft habe, die stellen nichts Großes dar, weil ein Zwergsignal ist ja eigentlich nicht wirklich schön. Und ihr wisst ja, ich habe ja meine eigene Art von Signalen. Ich baue ja keine Deutsche Bahn nach oder irgendwas, sondern ich verwende hier Signale, die zum Thema meiner Anlage passen. Wir sehen sie ja ganz gut hier vorne in der Mitte, das, was ich jetzt gerade weggeschoben habe. Das ist ja, sind ja meine Hauptsignale und da rechts liegt zum Beispiel ein Zwergsignal. Das verschwindet, das haben wir ja auch, glaube ich, schon im Trailer vorne gesehen. Das verschwindet dann fast komplett und da guckt dann lediglich der Signalkopf.
ein Zwergsignal aus der Erde raus oder aus dem Boden raus. Und ja, wie gesagt, die sind noch gar nicht gestaltet. Die mache ich dann auch vor Ort, weil an die Stelle komme ich sehr gut ran auf meiner Anlage. Im Gegensatz zu dem, was wir jetzt immer gemacht haben in den letzten Malen, wo ich so schlecht rankomme. Hier sehen wir jetzt die Anlage von unten. Das war es ja eigentlich schon. 5 Löcher gebohrt, ist kein Hexenwerk, ist klar. Und hier unten lege ich jetzt mir erstmal den Hauptstromanschluss für diese Signale, die ich jetzt da oben setze, hin. Die habe ich praktisch immer so in Bereiche eingeteilt bei mir, wo ich sagen kann, von dort aus kann ich das Ganze dann entsprechend zentral mit Strom versorgen. Das habe ich also an mehreren Stellen bei mir auf der Anlage. Und jetzt kommt das natürlich jetzt auch hier hin. Das Ganze wird versorgt von meinem 12-Volt-Trabo. Und ja, jetzt kommt hier noch ein Label dran. Ja, man kann es nicht oft genug sagen, alles beschriften. Was ich schon nachbeschriften musste, weil ich da stand, oh Gott, wo gehört denn das Kabel hin? Dann saß ich da ewig da und habe da natürlich rumgefummelt und gemacht und das versucht rauszufinden. Habe es auch rausgefunden, aber es ist halt doch alles ein bisschen sehr nervig. Und deswegen alles immer schön beschriften. Im Teil 3, das heißt, es ist ja alles keine riesenlange Geschichte. Es geht ja alles relativ schnell. Wäre ich jetzt die Signale, in dem Fall jetzt hier das Zwergsignal verlöten, dazu verwende ich natürlich die Dreierlitzen in den sogenannten Rokko-Farben. Die sind ja bei verschiedenen Herstellern immer verschieden, das kennt ihr. Die Rokko-Farben deswegen, weil die natürlich aus Schwarz, Grün und Rot bestehen. Das ist natürlich sehr praktisch, ne? Weil meine Signale genauso bestückt sind, sodass ich immer weiß, was ist grünes Licht, was ist rotes Licht. Und in dem Fall ist das Schwarze ist die Masse und die beiden farbigen Litzen, das sind die jeweiligen Minuspole. Aber das ist auch relativ egal, mit einem Widerstand 1 Kiloohm ist das Ganze bestückt und im Grunde genommen ist das alles eine recht schnelle Geschichte. Ich löte das zusammen, dann kommt ein Schrumpfschlauch draußen drum und die Kabel sind einsetzbar. Man muss natürlich vorher mal ablenken, wie lang das sein muss. Jetzt kommt der obligatorische Test bei mir. Natürlich hier ohne den Ohm-Anschluss in der Mitte, weil die haben ja ihren Anschluss schon dran. Und dann habe ich alle 5 Signale hier schon mit Kabeln bestückt und die kommen jetzt in die Löchlein rein, die ich vorher gebohrt habe, die sind jetzt nicht zu groß und nicht zu klein. Ich hatte es ja mal gemacht, dass das immer relativ eng ist, aber hier kann ich noch wunderbar mit Kleber das Ganze später fixieren. Und ja, das sind wie gesagt die kleinen Zwergsignale, die bestehen bei mir natürlich alle wie alle Signale nur aus einem roten und einem grünen Licht. Ich habe hier also keine 2 rote oder noch ein Vorsignal mit drin. Das brauche ich nicht bei mir. Ich will das Ganze alles relativ einfach aussehen haben. Kann man aber, was ich jetzt hier anschließe, mit den anderen ganz genauso machen, weil unterm Strich hat man ja bloß die 2 Varianten. Jetzt kommen wir hier mal zu dem Weichenantrieb von der Firma Konrad. Die kennen die meisten von euch. Ich mag sie. Ich finde das, was wir jetzt hier machen werden, das kann man mit Servos so sehr, sehr schlecht realisieren. Natürlich kann man das realisieren, wenn man auf rein digital bleibt. Ich habe auch bei mir alles so vorbereitet, dass ich die Anlage auf, ich sage es immer so schön, als semi-digital einrichten kann. Das heißt, ich hätte eigentlich nur 2 Litzen gebraucht. Das heißt, die blauen kommen normalerweise zusammen. Also entschuldigt bitte, oben die beiden mit den Dioden, jetzt bin ich auch gerade durcheinander gekommen. Die blauen, das ist natürlich meine Signalansteuerung. Und, das mache ich beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Videos. Da komme ich sowieso auf das Thema digital-analog zu sprechen, weil da mal ein bisschen was auf dem Herzen liegt. Hier sehen wir jetzt, wie ich das noch angeschlossen habe zu den Plusanschlüssen der Signale. Ist klar, da waren die also hauptversorgt. Hier sehen wir es auch schön nochmal an der Grafik drin. Zu den Ohm-Anschlüssen, die sind natürlich alle parallel angeschlossen. Und dann sehen wir auch das Rote an das eine Blaue und das Grüne an das andere Blaue angeschlossen. Egal wie rum, das muss man ausprobieren. Da muss man wirklich probieren. Ich habe da mal alles mit Lüsterklemmen noch gesetzt. Und die Lüsterklemme kann ich dann natürlich die Verpolung verdrehen, sodass ich das Ganze entsprechend dann noch verdrehen kann, ja, weil ich das nicht sehe bei 2 blauen Kabeln, welches ist jetzt für rot und welches ist für grün. Und dann werden die über Kreuz angeschlossen und dann funktioniert das genauso, wie wir das hier gerade sehen. Das heißt, die Signale, ich bewege ja unten unter der Platte, bewege ich ja gerade den Antrieb per Hand und wir sehen, wie schön die beiden Signale dann immer wechselseitig schalten. Und das ist das ganze Geheimnis. Das waren, wie gesagt, die Herzstückversorgung von den Ganzen. Und das funktioniert prächtig. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Knicks Großes. Und
Dann war es das für die Woche. Da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Da kommen wahrscheinlich die Donnerbüchsen nochmal dran. Und dann sage ich, macht schön gut, dein Aquapenta aka Uli. Tschüss.